Und weiter geht's. Schöne Landung, Lara. Überhaupt nicht laut, ne? Dass das jemand mitkriegen könnte. Ich höre doch ein Wildschwein. Auch dieses Ah! Von diesen Raben, das nervt. Noch eine Jadefigur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Gucken, ob Made in China oder so draufsteht, aber scheint nicht so. Na, würdest du dich mal bitte runterlassen? Nein, macht sie nicht. Och, was, also. Sie macht es nicht, was. Also, Mensch. Stell dich doch mal nicht so an hier. Wie der erste Mensch. Na toll, wozu habe ich das jetzt zerschossen? Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Oh, ich höre doch dieses Schwein. Mal gucken, ob es hier noch was gibt. Oh, ich sehe dieses Schwein nicht. Schön. Sie sitzt in der Falle. Umstellt sie. Sie kann nichts mehr hin. Na. Auch er wird er hier. Na, war das nicht super? Na? Du glaubst es denn? Da wirst du wohl. Sie macht den Todesstoß nicht. Ah. Ey, das ist so nicht. Machen wir es halt so. So geht's auch. Oh, es lädt sie nach. Na, noch jemand ohne Fahrschein? Ja, da ist noch einer. Perfekt.
liegt hier? Komme ich nicht dran? Naja, gut. Da ist noch so ein Ding. So, das müssen wir ja hier auch abfackeln. Gut, dass die Stemmaxt so vielseitig anwendbar ist. So. Schauen wir nochmal, was wir hier haben. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Na gut, dann nehmen wir das einfach mal. Okay, mal sehen, ob wir hier noch was verbessern können. Nee, das ist erstmal. Das Nachladetempo. Aber hier war doch, glaube ich, noch. Ja, nehmen wir mal das hier. Ein größeres Magazin. Was ist los? Oh. Ach, egal. Ist jetzt nicht schlimm. Wie können die so leben? Tja, das frage ich mich auch. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. So, gucken wir nochmal hier. Ich glaube, das kommt alles erst noch. Oder wir gucken mal kurz. Irgendwo da oben wird das mir gerade angezeigt. Also ich weiß gerade nicht, entweder kommt es noch oder ich habe es verpasst. Aber da kann ich ja nochmal zurückreisen, das ist jetzt nicht das Problem. Der arme alte Mann. Machen die den fertig? Halt. Wie viel hab... Wo oben? Ach, da muss ich hin.
die an! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schweine! Macht nicht so einen riesen Alarm wegen Lara. Oh, der Rückstoß ist aber auch heftig hier bei der Pistole. Geht da runter und legen Sie um. Nee, du! Oh, die mit ihrem scheiß Dynamit, ey. Ich kann's nicht mehr sehen. Ach. Ich hasse es. Meine Eltern rufen gerade an, aber ist gerade ein bisschen schlecht. Aber die wissen ja, dass ich LPs mache, von daher. Ich kann ja auch zurückrufen. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Ja, bestimmt. Okay. Schon unterwegs. Es ist irgendwie oft so, dass, wenn ich mal ein Let's Play aufnehme, dann klingelt entweder das Telefon oder die Tür oder irgendwas ist dann. Die Arbeit kann es ja zum Glück nicht sein, weil heute ist mein letzter freier Tag und morgen gehe ich sowieso wieder arbeiten. Von daher. Okay. Ich glaube, hier unten war auch noch. Ja, ja. Ich weiß es doch noch. Ist komisch, dass ich mir das immer noch alles eingeprägt habe. Also alles nicht, aber vieles. Ja, wie gesagt, da heute mein letzter freier Tag ist, was heißt also vorerst letzte natürlich, nicht der komplett letzte, ja, werde ich erstmal ein paar Parts aufnehmen, damit ich dann viel Puffer habe. Die werde ich mir natürlich dann auch gleich auf meine externen... Sorry, Schluck auf, weil ich hatte ich jetzt... Auf meine externe Fest... Was will denn das jetzt? Auf meine externe Festplatte speichern, damit die mir nicht verloren gehen. Nicht wie schon mal. Also das war ja so ätzend, wo mein ganzer PC hin war und dann 4 Wochen weg. Oh nee, also es ist... Nicht schön. Oh, guck mal, Hühnchen. Auch wie sie flattern. Wie sie um ihr Leben flattern. Warum nimmt sie sich nicht Fleisch mit? Da könnte sie sich eine Suppe kochen oder so. Oder die grillen. Ich höre doch ein Schwein.
Na, ist denn bald mal Schluss hier? Wie es geflogen ist. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Mhm. Sieht ja ganz schön aus. So, die Muster. Was hol ich mir noch? Das Schwein? Ja, und dich? Komm her. Hier habe ich nicht so schlimme Probleme, die zu treffen wie mit den Ratten. Die sind ja schneller und außerdem wisst ihr ja, wie sehr ich Ratten liebe. Vielleicht lag es daran, dass ich sie so schlecht getroffen habe. Wie oft muss ich mir von Ivo und Mayrim anhören? Du und deine Ratten. Da muss ich echt drüber lachen. Ja, ich habe nun mal ein Faible für diese Tiere. Allgemein, ich habe ja eigentlich allgemein Faible für Tiere. Also ein ganz schlimmes Faible. Aber Ratten halt ganz besonders. War hier nicht noch irgendwo... Oder auch nicht. Ich dachte, hier wäre noch irgendwo eine Kiste. Na, vielleicht sehe ich sie noch und dann darf ich wieder runterlaufen. Hm. Nein. Gut. Wenn ich das schon höre, gell, da bin ich schon wieder bedient. Die mit ihrem scheiß Dynamit, ich hasse es. Ich habe zweimal auf den geschossen. Das ist ja wohl ein Witz. Hä? Ich habe ihn doch eben gesehen. Oh, was machst du denn? Bloß das war's. Das glaube ich aber nicht. Ups. Soweit wollte ich mich nicht runterfallen lassen. So. Wo war das jetzt hier? Irgendwo konnte ich jetzt... Genau, hier runter. Ah ja, also kam das wirklich noch? Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Mhm.